Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Weibrecht vom Kryptomagazin. Es gibt Momente, in denen die Reichweite, die man als YouTuber hat, gerade in dem Bereich Kryptowährungen, auch mal für was Nützliches genutzt werden kann. Nämlich gerade dann, wenn Menschen geschädigt worden sind und wenn es darum geht, Menschen zu organisieren, um sich zu schützen und um gemeinsam vielleicht sogar juristisch gegen etwas vorzugehen. Auf mich ist jemand zugekommen, der bei einem ICO, Miracle Tele, der sich im Nachhinein aus seiner Sicht auch als Exit-Scam herausgestellt hat, über 6.000 Euro in Ethereum verloren hat. Die Website wurde einfach abgeschaltet. Die Geschichte dazu, wie es dazu kam und wie er so viel Geld verloren hat und worauf man achten muss und wo man sich jetzt Hilfe holen kann, diese Geschichte erzählt er uns jetzt gleich im Gespräch. Er möchte anonym bleiben und wir haben die Stimme ein wenig verändert. Nachvollziehbar, nicht jeder möchte eben in der Öffentlichkeit stehen, der solche Summen verloren hat. Er berichtet aber von anderen Leuten, mit denen er Kontakt hatte, die mehrere hunderttausend Euro in diese Sache investiert haben, also von 50 bis über 200.000 Euro in diese Sache investiert. Und seid gespannt, dieses Video ist nicht nur ein Aufruf, dieses Video ist für jeden, der investieren will in ICOs, über die Falle von Airdrops, also wie locken mit Airdrops Scammer und Betrüger Menschen in Investitionsfallen und wie seriös kann eine Plattform sein, bis sie dann den Exit-Scam macht. Er berichtete mir auch im Gespräch, die haben ihm sogar die SIM-Karte geschickt, also er konnte das sogar nutzen. Das heißt, die haben ein echtes Produkt konzipiert, um dann am Schluss jetzt einen Exit zu machen. Das heißt, Website abgeschaltet, alles weg, Gelder weg, es reagiert niemand mehr. Und was da genau passiert ist jetzt nach dem Intro, nach der Risikobelehrung, wie gesagt, ein sehr spannendes Interview. Dauert nicht so lange, eine Viertelstunde. Nehmt euch die Zeit, hört euch die Geschichte an. Und wenn ihr selber betroffen seid, die Telegram-Gruppe, um die es geht, Link ist unter diesem Video in der Beschreibung. Vielen Dank für die Zeit und wenn ihr anderen Menschen auch helfen wollt, die auch betroffen sind oder die eben auch geschützt werden müssen für sowas, denen ihr die Geschichte auch mitteilen wollt, teilt das Video, gebt dem Video einen Daumen hoch oder kommentiert einfach unter dem Video, was haltet ihr von der Sache. Und an dieser Stelle eine ganz wichtige Sache, bitte seid freundlich, die Person hat Mut bewiesen, auch wenn sie anonym ist, um sich ihre Geschichte zu erzählen. Seid bitte so freundlich, keine Aussagen wie, hey, selber schuld oder sonst was. Diese Person hat Mut bewiesen und es kann jedem von uns passieren. Ich muss sagen, es ist mir selber schon passiert. Also bitte um Verständnis. Jetzt geht's los nach dem Intro, nach der Risikobelehrung. Vielen Dank, euer Alex. Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen hier beim Kryptomagazin. Mein Name ist Alexander Weibrecht. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast in der Sendung, der möchte aber namentlich nicht genannt werden. Und zwar wird er nur per Ton zugeschaltet sein und es geht um einen Scam und zwar um Miracle Tele. Und zwar hat dieser Kollege, der jetzt mit mir gleich im Gespräch ist, insgesamt in Ethereum 6.000 Euro verloren. Und er hat mir berichtet von anderen Anlegern, die bis zu 200.000 Euro je Anleger verloren haben. Und er möchte uns ein bisschen seine Geschichte erzählen. Warum machen wir das alles? Es geht darum, einen Aufruf zu machen für die Geschädigten, dass sie sich organisieren können in einer Gruppe. Auf die verweisen wir noch. Und wir möchten einfach nur aufklären, was für Suggestionen solche Unternehmen kommen und wie überhaupt diese Person auf diesen Scam reingefallen ist und wie er sozusagen zum Geschädigten wurde. Und jetzt übergebe ich das Wort. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie hat das alles angefangen? Wie bist du auf die Plattform aufmerksam geworden? Ich übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin erst seit November 2018 mit Krypto in Berührung gekommen. Und meine ersten Gehversuche, meinen ersten Krypto-Bitcoin gekauft. Und dann habe ich Airdrops entdeckt und gesehen, dass man da für bestimmte kleine Aufgaben Belohnung bekommt und dass es noch was anderes gibt außer Bitcoin oder Ethereum, ganz viele Coins. Und dann bin ich über Airdrop.io ich habe ganz viele solche Airdrops gemacht, bin ich auf einen gestoßen, auf Miracle Tele. Da konnte man dann ein paar Aufgaben durchführen und dann konnte man dort 120, glaube ich, Tele insgesamt konnte man bekommen.
Und das habe ich dann gemacht und das habe ich dann auch dann bekommen. Und dann, ja, habe ich erstmal diese Tele gehabt. Richtig beschäftigt hatte ich mich da nicht. Ich hatte viele solche Airjobs einfach ausprobiert und gemacht, weil ich dachte, ja, da bekomme ich da irgendwas. Vielleicht gibt es ja Wert, dann kann man das verkaufen. Und dann habe ich gesehen, dass man da, die hatten eine App, die bieten an SIM-Karten ja, zu verkaufen, die man dann nutzen kann mit weltweit einheitlichen Tarif. Das hat mich aber nicht interessiert, sondern es gab ein Reward-System. Und da haben die versprochen, dass man 40% von ihren ja, Einnahmen, also Net Profit, dass sie 40% von ihren Einnahmen für die Staker ausschütten. Das heißt, man musste dort, das habe ich auch alles nicht gewusst, was das heißt, Staking und so. Da musste man diese Teletoken in der App, musste man dann dort einfrieren oder staken. Und dann bekommt man alle 14 Tage ein Reward. Und dann habe ich gesehen, da kamen dann die ersten Cent. Und dann habe ich angefangen, mehr zu investieren, weil ich gesehen habe, da kommt ja was zurück. Es wurde in Euro ausbezahlt, in der App drauf. Und dann konnte man dann wieder Tele kaufen in der App. Für 20 Cent konnte man Tele kaufen. Und die haben dann geschrieben, dass die im ICO hinterher dann 50 Cent wert sind. Und dann dachte ich, ja, wenn man die so günstig kaufen kann, dann kann man immer mehr kaufen und man kriegt noch Geld. Und dann habe ich gekauft und gekauft. Es fing alles im, ja, April 2019 an und habe dann über circa 15 Transaktionen insgesamt 6.982 Euro investiert und auch ein paar. Sind, glaube ich, 600 Euro Rewards bekommen, die aber immer wieder investiert, reinvestiert. Und dann hatte ich angefangen, mal ausprobieren, auszubezahlen. Das hat dann auch geklappt. Und dann hat es aber dann im August letzten Jahres Probleme gegeben. Da wurden dann die Auszahlungen gestoppt. Und was war die erste Geschichte, die da euch erzählt wurde? Warum die Auszahlungen nicht klappen? Erst hieß es, sie haben Probleme. Der Chef hat gesagt, ja, die Mitarbeiter stehen nicht mehr hinter ihnen. Dann was war ganz seltsam, es war nicht sehr transparent. In der Gruppe hat er auch dann selber Antworten gegeben und E-Mail geschrieben, dass sie gemerkt haben, dass sie Probleme haben und dass sie das erstmal wieder auf die Reihe bekommen müssen. Und dann hat sich dann herausgestellt, dass ein Entwickler dort sich als neuer CEO ausgegeben hat und der alte CEO war dann sozusagen still, verschwunden. Und er hat gesagt, er muss jetzt die Firma wieder auf die Beine bringen, er muss sie wieder finanziell gesund machen und die Auszahlungen würden dann Februar 2020 wieder erfolgen. Hat dann nochmal berichtet oder Werbung gemacht für Investoren, damit man helfen kann und dort auch wieder Rendite kriegt. Da habe ich dann zum Glück nicht mitgemacht. Man wollte in den IoT-Bereich gehen mit seinen SIM-Karten und dann in großen Stückzahlen dort verkaufen und Einnahmen machen. Und ein paar haben da auch viele mitgemacht und hat sich dann hingezogen über den Herbst bis zum ja, November, Dezember und dann wurde es immer stiller. Pünktlich zum 1.1.2020 war dann plötzlich die Webseite down und die App war nicht mehr erreichbar. In der App war auch diese Webseite nicht mehr erreichbar. War denn klar, also auch hat man Namen und Gesichter hinter dem CEO und hinter den Personen gekannt? Wisst ihr das? Habt ihr einen Namen, Vor- und Nachname, Adresse, Anschrift? Wisst ihr, ob es die Firma gibt? Habt ihr das mal geprüft? Hinterher leider, ja, es gibt den André Burschix, der CEO, da gibt es Fotos dazu, also auf diesem PDF-One-Flyer. Zum Glück wurden die Dokumente alles gesichert. Ich habe auch jede sozusagen wie eine Rechnung. Die Rechnung sah richtig mit Adresse, mit allem drum und dran perfekt aus, auch die Homepage. Ich habe sogar auch die SIM-Karte bestellt, nur zum Testen, obwohl ich sie nicht brauche, weil ich einen prepaiden, auch einen günstigen Tarif habe.
Und CEO, CTO, die Namen sind da alle drauf. Auch der Roman Golot, der Entwickler, der Chefentwickler, der später dann CEO wurde, war da drauf. Gab auch Fotos von, wo sie auf Messen waren. Und die Firma ist in Prag und da gab es auch irgendwas Registriertes, also so ein Anmeldefirmenregister, war auch da. Und jetzt ist denn jetzt irgendwie eine Meldung gekommen, warum die jetzt abschließen oder war einfach zu? Die haben sich nicht gemeldet, warum? Das war einfach weg. Exit-Scam, habe ich gelernt, heißt das, glaube ich, einfach aussteigen und fertig Betrug. Alles gelöscht, also Website alles weg und die Gruppe, es waren in der Hauptgruppe, waren glaube ich 50.000, als ich da angefangen hatte, in Telegram drin. Ich weiß nicht, wie viele weltweit insgesamt da mitgemacht haben, aber es sind es glaube ich nur noch 20.000. Bin dann auch rausgeflogen danach, als ich dann Sachen gesagt habe, wegen der Unterstützung. Und ja, die sind dann ohne Meldung, ohne irgendwas, sind die verschwunden. Was schätzt du, wie hoch der Schaden ist aus deiner Perspektive mit den Investoren, die du kennst, mit denen du gesprochen hast? Was schätzt du, wie hoch so ein Gesamtschaden bei so einem Projekt-Scam war? Geht wahrscheinlich in Hunderttausende, wenn nicht sogar über Millionen, paar Millionen. Die Token insgesamt waren, die haben Softkapital 30 Millionen Token mal 20 Cent und dann 150 Millionen Token Hartkapital mal 20 Cent. Also wie viel davon, weiß ich nicht, gekauft wurde und so, kann ich nicht sagen, weil am Anfang gab es für 13 Cent, dann für 15 Cent und dann für 20 Cent die Token. Ich bin bei 20 Cent eingestiegen. Und wir haben dann eine Gruppe gefunden am Telegram für Investoren, die wo investiert hatten und sich zusammen zu helfen. Und das sind 450, über 450 Mitglieder da drin. Und einige habe ich gehört, ich kenne die Namen jetzt nicht, ich weiß noch nicht, wer das ist, die teilweise 50.000, 100 und oder bis zu 200.000 sogar investiert haben, Euro, die weg sind. Was könntest du uns sagen, abschließend, bevor wir unter dem Video werden wir natürlich diese Gruppe verlinken für die Leute, die auch betroffen sind. Was würdest du sagen, war deine wichtigsten Learnings aus dieser Airdrop-ICO-Scam-Geschichte? Was hast du daraus mitgenommen? Was wirst du zukünftig für dich persönlich sagen, dass darauf achte ich? Wirst du überhaupt jemals wieder in sowas investieren? Oder sagst du, ich werde es wieder tun, aber unter ganz anderen Voraussetzungen? Ja, also Airdrop, das war zwar lustig, da schön, wenn man da was macht und man bekommt irgendwas, was die dann wert sind, weiß man nicht, aber die Arbeit, die Zeit, das werde ich dann nicht mehr machen. Airdrops ist mir der Aufwand, der Nutzen zu gering. Jetzt in sowas zu investieren und man hat ja dann einen Token, die können ja da bestimmen und machen, was die wollen oder der Preis kann bestimmt werden, was die wollen. Man ist ja total ausgeliefert, würde ich jetzt so auch nicht mehr machen, weil man hatte ja gar keine Kontrolle. Man hatte in irgendwas investiert, wo man gar nicht Herr drüber ist oder sein eigenes Konto hat oder sein eigenes Wertpapierdepot oder was auch immer. Würde ich da nicht mehr investieren. Und die Renditen, man war da schon ein bisschen geblendet, wenn da teilweise sind das, wenn man es rückwärts wieder rechnet, 20, 10% im Monat. Das ist ja. Klingt dann schön, aber man ist man irgendwie blind und das ist zu gut, um wahr zu sein. Das war es am Schluss auch nicht wahr. Und von dem her, ich investiere jetzt nur noch kaufe Bitcoin und halte die oder Ethereum, aber keine solche ICOs mehr. Vielen Dank. Das waren gute Worte zum Abschluss. Ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Geschichte kurz zu erzählen. Wir sollten alle was draus lernen, immer wenn es darum geht, dass extrem hohe Renditen versprochen werden, dass wir dann sehr, sehr vorsichtig sind. Und auch Airdrops sind oft darüber habe ich auch schon mal berichtet, eine große Falle, weil man lockt Investoren mit kostenlosen Dingen, um sie dann eben abzuziehen, auch wenn ihr schon im Airdrop auch Provisionen bekommt. All diese Dinge wirken schon unseriös und da
haben wir eben alle schon unsere Lektionen lernen müssen. Und du hast uns dankenswerterweise deine Geschichte geteilt. Und wie gesagt, wir werden jetzt unter dieses Video hier einfach diese Telegram-Gruppe verlinken, in der sich einige Geschädigte dieses Scams eben organisieren, vielleicht auch gemeinsam juristisch organisieren. Es gibt ja Informationen über Gründe und so weiter. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, gemeinsam sich da zu helfen. Und wenn es nur ist, dass man sich austauscht. Also ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und dir einen wunderschönen Tag noch. Und liebe Zuschauer, schreibt bitte unter das Video keine Sachen wie ja, Selbstschuld oder sonst was. Das ist wirklich was, das kann passieren, gerade wenn man Einsteiger ist. Ihr könnt vielleicht runterschreiben, hey, tut mir echt leid für dich oder so. Ihr könnt auch bekunden, dass vielleicht auch Tipps noch geben oder so. Aber wirklich seid rücksichtsvoll, weil das ist wirklich mutig, dass ihr sich hier äußert, auch wenn es anonym ist. Das verstehe ich, das will nicht jeder irgendwie machen. Aber trotzdem mal so eine Geschichte aus erster Hand zu hören, ist mega wertvoll, vor allem diejenigen, die jetzt sowas vielleicht noch nicht erlebt haben. Wie schnell man dabei ist, mal kurz zwischen 6.000 bis 100.000 Euro einfach in sowas zu investieren, vielleicht ohne genaue Hintergründe zu wissen, einfach weil die Renditen so locken. Ja, deshalb vielen, vielen Dank. Danke dir nochmal für das Gespräch. Danke dir auch.